Moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Upacken. Ja, es hat mal wieder jemand zugeschlagen, dieses Mal der Laszlo. Er hat mir tatsächlich Warlords Battlecry 3 geschenkt, also den Nachfolger zu dem Projekt, das gerade bei mir auf meinem Kanal läuft. Also, dazu hat er geschrieben, ihr könnt es ja übrigens auch die ganze Zeit sehen, Name. Ich sitze da und du auch, das stimmt. Also ich denke mal, dass du sitzt. Ja, jetzt sitze ich gerade, ja. Hier ein Spiel. Spiele es. Tu Berge versetzen. Sätze verbergen. PS, dein Warlord 2 LP rockt. Over and out. Hi. Ja, vielen Dank, Laszlo, dafür, dass du mir den Nachfolger zu dem jetzigen Projekt geschenkt hast. Vielen, vielen Dank. Warlords Battlecry 2 macht ja auch riesen Spaß. Momentan spiele ich das privat. Das hat einen Grund. Das werdet ihr in den aktuell letzten aufgenommenen Parts bemerken. Nein, das Projekt ist nicht fertig, sondern das werdet ihr dann sehen. Ich werde das auf jeden Fall, ich denke mal, am Samstag weiter aufnehmen. Und warum erzähle ich euch das jetzt eigentlich? Weil sonst das Video einfach viel zu kurz ist. Also der Laszlo, der hat mir das gestern einfach mal so geschenkt. und ich freue mich sehr drüber. Vielen, vielen, vielen Dank. Er hatte sogar ein bisschen indirekt angekündigt. Ich hatte schon die Befürchtung, dass er mir irgendwas riesig Teures schenkt. Ich glaube, Warlords hat auch einen gewissen Preis. Aber wie gesagt, mir geht es nicht um den Preis, mir geht es um die Geste. Also wie gesagt, Laszlo, vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass du mir den Nachfolger geschenkt hast. Ich habe ihn bisher noch nicht getestet. Ich weiß nicht, ob er funktioniert, aber installiert ist er schon. Ich werde ihn, denke ich mal, in den nächsten Tagen mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ja, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, nochmal auch bei dem Laszlo dieses tolle Geschenk. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann immer ihr das gucken werdet. Und ich sage nun, euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.